Und das Verrückte an der Stelle ist, du hast nur 120.000 Euro eingezahlt und am Ende kriegst du 886.000 Euro Zinsen. Und da gab es eine Werbung, ich glaube, die war von der Spaßkasse und das ging so: Mein Auto, meine Villa, meine Yacht. Und da überbieten sich die zwei, ich sag mal, Protagonisten, wer hat das meiste? Es gibt immer so viele Kostenfresser und ich sage immer so schön: Selbst ein Holzzaun guckt dich nach 20 Jahren an und möchte mal durchstrichen werden, weil er da ein bisschen ja, altertümlich aussieht. Ja, das hier ganz klassisch ist eine Kartoffel und die kannst du auf zweierlei Art und Weise benutzen. Immer klassisch, du kochst sie, du isst sie und weg ist sie. Oder du steckst sie in der Erde und ein halbes Jahr später hast du mehr Kartoffeln und wenn du clever bist, verkaufst du die noch. Und das bringt uns heute so ein bisschen zum Thema Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Da sprechen wir heute mal drüber. Jetzt was sagen, Koschan, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, das kennt doch jeder, das hat doch so einen langen Bart. Würde ich jetzt nicht sagen, lass uns mal sehen, wie das sich aufs tägliche Leben auswirkt. Und wir verbinden heute auch nochmal das Thema, ist ein Haus ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit? Und ich kann dir schon mal verraten, keins davon, es ist was ganz anderes. Also wir lernen heute eigentlich die wichtigste Lektion zum Thema finanzielle Freiheit oder Vermögensaufbau, weil der Unterschied zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeit ist sehr wichtig. Und wenn dich das interessiert und du wissen willst, was das mit einer elektronischen Zahnbürste zu tun hat, dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sage mal so Themen, die dir Cash in den Tasch bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du wissen willst, wie du in Zukunft auch dein Vermögen wertvoller machst, dann, falls ich schon geschehen lassen, ein Abo da. Und ich habe eine gute Nachricht, wir haben aktuell noch Abo-Wochen, das heißt, das Abo ist kostenfrei und du kannst es jederzeit zurückgeben. Ich würde es mal ausprobieren und wir gehen heute mal in ein Thema, was eigentlich so einen langen Bart hat, weil darüber wurde schon so oft geschrieben und berichtet. Es geht um das Thema Verbindlichkeiten und Vermögenswerte. Und ich muss jetzt erstmal eine Sache gleich anführen und die verlinke ich dir mal hier oben. Das ist total spannend. Und das ist so ungefähr, ich weiß gar nicht, so 20 Jahre her. Und da gab es eine Werbung, ich glaube, die war von der Spaßkasse und das ging so: Mein Auto, meine Villa, meine Yacht. Und da überbieten sich die zwei, ich sag mal, Protagonisten, wer hat das meiste? Und der Hintergrund des Ganzen war irgendwie, dass sie von der Sparkasse einen schönen, geilen Kredit bekommen haben, aber was sie damals nicht verstanden haben, die haben zwar viele materielle Sachen gehabt, aber nichts davon waren Vermögenswert. Das heißt, das sind alles Werte, die werden ihnen in der Zukunft auch noch Geld kosten. Und im Grunde genommen sind sie so ein bisschen vergackeiert worden. Sie nehmen Kredit auf, denken, sind reich, sind es nicht und haben später noch höhere Kosten. Also irgendwas stimmte da nicht. Und was stimmte da nicht? Naja, sie haben nicht so richtig den Durchblick gehabt, was ist ein Vermögenswert, was ist eine Verbindlichkeit. Und das ist eine der Lektionen, die sollte jeder, ich sag mal, auf dem Weg zur finanziellen Sicherheit, zur finanziellen Freiheit, wenigstens auf dem Kasten haben und versuchen, das Ganze umzusetzen. Und wir gehen heute mal wieder meinen Bildschirm, weil da kann ich wieder einiges zeigen und da ist wieder alles aufgeschrieben, dass ich es nicht vergessen kann. Den Beitrag gibt es wie immer auch auf meinem Blog zum Nachlesen. Ich verlinke ihn auf jeden Fall mal unten. Würde mich freuen, wenn du da auch mal reinklickst. Und wir gehen heute wirklich mal in das klassische Thema. Und ich glaube, das erste Mal hatte ich Kontakt mit dem Thema, als ich das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, gelesen habe. Und das ist ein Wahnsinnsbuch. Das muss auch jeder lesen. Und da wurde mir erstmal bewusst, was ist eine Verbindlichkeit und was ein Vermögenswert? Und ich drücke es jetzt mal ganz einfach aus. Wir sind jetzt mal im Bereich der Verbindlichkeiten. Und zwar gilt für mich für eine Verbindlichkeit folgender Satz, und den habe ich auch ein bisschen dick dargestellt. Du kaufst sie, du besitzt sie, sie verlieren ihren Wert. Manche können sogar nach dem Kauf noch Geld kosten und sie verkleinern dein Vermögen. Also um ein freies, unabhängiges Leben zu führen, solltest du logischerweise nicht so viele Verbindlichkeiten, ja, ich sag mal, besitzen. Und das ist eine krasse Kiste. Und viele wissen gar nicht, was der richtige Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten ist. Und ich möchte jetzt mal mit was ganz Verrücktem anfangen. Und ich glaube, da werden die Diskussionen auch relativ groß werden. Aber wir werden auch nachher lernen, was es wirklich ist. Und zwar das Eigenheim. Also ich bekomme immer sehr oft mit, dass wenn jemand ein selbstgenutztes Eigenheim sich zulegt, ich sag mal, über einen Kredit oder kauft und so ein bisschen als Altersvorsorge, dann sehen das die meisten Menschen als einen Vermögenswert. Und das ist es wirklich nicht. Das ist falsch, denn ein solcher Besitz kostet Geld. Ja, A kostet doch Geld, ich sag mal, in der Anschaffung, sehr wahrscheinlich jetzt aktuell auch sehr hohe, ich sag mal, Zinsgebühren oder Zinsen. Und es ist auch immer so, hast du schon mal, wenn du in einem Eigenheim lebst, irgendwie Geld verdient damit? Nicht wirklich, oder? Und es ist dann meistens so, dass es über die Zeit doch noch ganz schöne Kosten kostet. Also zu dem, was dann, ich sag mal, bezahlt wurde für das Haus. Ich weiß, ein Dach muss, ich sag mal, erneuert werden oder die Bausubstanz muss mal gewartet werden oder es muss mal eine neue Heizung rein. Es gibt immer so viele Kostenfresser und ich sage immer so schön, selbst ein Holzzaun guckt dich nach 20 Jahren an und möchte mal durchstrichen werden, weil er da ein bisschen ja, altertümlich aussieht. Und das sorgt dafür, dass zu dem Haus, was du gekauft hast, auch noch fortlaufende Kosten hast. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Satz
Platz ist, aber man sollte pro Quadratmeter Hauslebensfläche auch immer eine Rücklage bilden, weil die wird dann auch immer gebraucht. Und dass ein Haus teuer ist, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Und zwar, ich sage nur eins, das habe ich hier richtig dick geschrieben, ja, Schlagwort Wärmepumpe und Dämmung. Also da kann mal schnell irgendwas kommen, wo es dann heißt, du musst das Ganze ja finanziell ganz schön aufwerten und das kostet dann viel Geld. Ich sage mal, Wärmepumpe, Dämmung, das kann in die ja 20, 40, 50, 100.000 Euro gehen, je nach Haus. Und ich kriege es zum Beispiel bei mir mit. Ich wohne hier im alten Bauernhaus noch, ich ziehe ja bald aus und das ist noch nicht an der Kanalisation angeschlossen. Und selbst dieser Anschluss, der dann irgendwann mal kommen wird, der kostet dann auch schon einen fünfstelligen Betrag, wenn man den, ich sage mal, richtig verlegt und wenn man das Ganze hier anknüppert. Und somit hast du, wenn du ein Haus hast, immer regelmäßige auch Ausgaben und natürlich auch einen eigenen Invest, einen Zeitinvest. Und ich habe da noch eine ganz bekloppte Meinung dazu. Und zwar, stell dir vor, du sparst dein ganzes Leben lang Geld. Ich habe es jetzt mal hier geschrieben mit ungefähr 250.000 Euro. Das ist für ein Haus aktuell sehr preiswert, aber in der Gegend, wo ich hier wohne, ist es noch möglich, da, ich sage mal, ein einfaches Haus zu kaufen. Und auf der einen Seite kaufst du dir dieses Haus, wenn du das Geld zusammengespart hast. Und auf der anderen Seite investierst du das Ganze. Und wenn du dir das Haus kaufst, was hast du da? Hast ein Haus. Hast du schön gemacht. Und dann hast du auch die weiteren fortlaufenden Kosten. Aber wenn du das Geld investierst und das clever machst über die Zeit und das vielleicht so bei 7% oder 8%, ich sag mal so wie der MSCI World oder wie die globale Entwicklung ist, dann hast du ein passives Einkommen von 1.000 Euro und mehr. Und dann stellt sich die Frage, mit einem passiven Einkommen von 1.000 Euro und mehr, also bei uns in der Gegend ist es auf jeden Fall möglich, da kannst du dir auch ein kleines Haus mieten. Und dann hast du nämlich eine Situation, die ist ganz anders. Und zwar, dann hast du dieses Geld, diese 250.000 Euro oder können noch mehr Euro sein und dieses Geld arbeitet für dich und zahlt quasi deine Miete von dem Haus und du hast dieses Geld immer da. Also im Grunde genommen bist du mobiler und es ist auch so, gerade wenn du eine selbst genutzte Immobilie kaufst, dann hast du ja immer den Zweck oder das Ziel, das bis zum Ende deines Lebens zu bewohnen, um zum Beispiel in der Rentenzeit nicht so viel Miete zahlen zu müssen. Und wenn du das bis zum Ende deines Lebens bewohnst, dann wirst du dieses Geld niemals realisieren und das Geld ist quasi weg. Klar sparst du was, weil du keine Miete bezahlen musst, aber in unserem Fall, wie es jetzt ist, ich sag mal, wenn man das Geld wirklich anlegt, dann hat man zum Beispiel auch den Vorteil, da kann man sagen, Mensch, ich miete mir ein anderes Haus oder ich gehe mal in ein warmes Land und überwintere da, also da ist man flexibler. Also was will ich damit sagen? Ein Haus als selbstgenutzte Immobilie kostet dir immer Geld. Und das Ziel, das finale Ziel, ich sag mal, für eine finanzielle, ich sag mal, Freiheit oder Sicherheit, sollte natürlich immer sein, dass man Dinge hat, die nicht Geld kosten, also Vermögenswerte. Also Vermögen sind alle die Dinge, die dir Geld einbringen, ohne dass du dafür arbeiten musst. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend, weil du hast ein Haus und nutzt das selber. Und da ist so eine Schwelle erreicht, wo viele nicht drüber springen oder drüber gehen. Und zwar oftmals ist dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder was auch immer, ist dann das Haus auch zu groß. Und du kannst dann an dieser Stelle das Haus, ich sag mal, zum Vermögenswert machen. Und jetzt sagst du, Mensch, wie zum Vermögenswert? Naja, wenn die Kinder ausziehen, hast du garantiert irgendwelchen Platz über. Platz über, vielleicht eine kleine Wohnung. Und ich habe dir ja mal 4 Punkte aufgeschrieben, wie du dein Haus dann doch zu einem Vermögenswert machen kannst. Und zwar, du kannst halt diese ungenutzte Wohneinheit vermieten. Also Montagewohnung, Airbnb oder was auch immer. Dann, wenn du zum Beispiel einen leerstehenden Keller hast oder eine leerstehende Garage, dann kannst du die auch vermieten. Sag mal, da kommt auch wieder Geld rein. Oder zum Beispiel, wenn du ein Dach nicht brauchst. Also ein Dach braucht ja keiner so richtig. Und wenn du jetzt selber nicht Solarzellen hast oder nicht alles mit Solarzellen bepflanzt, sage ich jetzt mal, dann hast du Dachfläche übrig und die kann man sogar auch vermieten. Und dann können andere Firmen, ich habe da schon mal was gehört, auch ihre Solarzellen drauf machen. Was will ich damit sagen? Im Grunde genommen hast du die Möglichkeit, wenn du eine eigene genutzte Immobilie hast und da noch Ressourcen freischaufelst, damit doch Geld zu verdienen. Und vielleicht damit deine Kosten abzudecken oder vielleicht sogar Plus zu machen. Und dann wird aus der Immobilie, aus der selbstgenutzten Immobilie, die da eigentlich nur Geld frisst bis zum Lebensende, ja, dann doch einen Vermögenswert. Und das ist natürlich anstrebenswert. Und dann komme ich gleich mal zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe es ja so genannt, das automatische Geld ausgeben. Und da sind wir bei des deutschen liebstes Kindes, um das mal so auszudrücken, und zwar das Auto. Und wie oft kriege ich immer mit? Also es gibt sehr viele Menschen, die kaufen Auto und sagen, das behalte ich lange und das wird dann ein Oldtimer und das wird dann, ich sag mal, im Wert steigen. Aber die Wahrheit sieht wirklich ganz anders aus. Ich sag mal, 95% der gekauften Autos werden quasi gekauft, gefahren und irgendwann verschrottet, sage ich mal. Und das ist natürlich
ich sag mal, erstmal ein Preis, den du bezahlst. Und es ist auch noch eine Verbindlichkeit. Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Es kostet Benzin, es kostet Reparaturen, es kostet Werkstattintervalle. Und das sind ja nur so die Hauptkosten, kommen noch Versicherungen, alles dazu. Und seitdem ich den Unterschied zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeiten verstanden habe, sehe ich die Autos nämlich mit einem ganz anderen Auge. Und zwar, früher habe ich mal gedacht, Mensch, geiles Auto, das will ich mir mal leisten, das möchte ich auch haben. Also richtig so ein bisschen nach außen, so ein bisschen scheinen. Und heute empfinde ich schon fast als ja, mitleidserregend, wenn jemand ein Auto hat, was überdimensioniert ist, was viel zu groß ist, was vielleicht mehr nach draußen zeigt, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich jetzt so ein teures Auto sehe und da sitzt vielleicht noch ein Single drin oder das wird gar nicht gebraucht, dann denke ich eher, so ein geiles Auto, was hat der Besitzer an Kosten und was muss erstmal verdient werden? Ja, und wie groß ist der Strudel im Tank? Und ja, wer so ein bisschen, ich sag mal, bei seinem Ego einen Schritt zurücktritt, kann sich natürlich, ich sag mal, ein kleineres Auto kaufen. Kleineres Auto, also ein sparsameres Auto, bei einer Werkstatt sind die Kosten meistens geringer und dann hat man, ich sag mal, trotzdem noch eine Verbindlichkeit, aber die Verbindlichkeit ist geringer. Und jetzt ist die Frage, kann man aus der Verbindlichkeit Auto auch einen Vermögenswert machen? Na klar, du kannst es ganz einfach vermieten. Ich kann dir ja mal hier oben mein Carsharing-Experiment verlinken. Das hat jetzt nicht so geklappt, weil ich auf dem Dorf lebe. Aber gerade für Menschen, die in der Stadt leben und die das Auto nicht jeden Tag brauchen, können das Auto dann über eine Plattform, also sehr komfortabel, vermieten. Und wenn das vermietet wird, in dem Moment, wo es fährt, wo du es nicht fährst, bringt es dir Geld. Und in dem Moment switcht du das Auto aus einer Verbindlichkeit in einen Vermögenswert. Also es ist immer möglich oder sehr oft möglich, aus einer Verbindlichkeit auch Vermögen zu schlagen und Vermögenswert draus zu machen. Und in dem Moment ist es natürlich so, wenn das Auto dir, und wenn es nur jeden Monat 100 Euro sind, dann ist daraus ein Vermögenswert, das sind dann 1200 Euro im Jahr, das sind dann 12.000 Euro in 10 Jahren und dann ist es vielleicht, zahlt es sich vielleicht auch selber ab. Ja, sehr coole Sache. Jetzt kommen wir mal zu der Zahnbürste, die ich erwähnt habe und die Zahnbürste steht sinnbildlich für alle die Sachen und das ist heutzutage aus meiner Sicht so eine Art Krankheit, die steht dafür, diese ganzen Abo-Geschichten, also alles, wo du etwas kaufst, was relativ preiswert ist, also zum Beispiel so eine elektronische Zahnbürste mit Wechselkopf, das ist gar nicht so teuer, ist zwar nur ein bisschen Plastik, aber ist nicht so teuer, aber alles, was dazu kommt, was du da brauchst, diese Wechselköpfe, sind relativ teuer und im Grunde genommen ist es so, vielleicht hast du schon mal mitbekommen, du hast heute so viele Sachen, die kannst du kaufen, wo dann zusätzlich, ich sag mal, definiert oder definitiv Folgekosten kommen. Also sei es bei der Zahnbürste die Wechselköpfe, die teilweise, ich habe mal recherchiert, schweineteuer sind. Wenn es ein Markenhersteller ist, dann kosten so 4 Wechselköpfe schon mal zwischen 20 und 30 Euro. Wahnsinn. Ja, ist nur ein bisschen Plaste und ein paar Bürsten und ja, dann ist es so teuer. Und dann hast du zum Beispiel auch Abos für Rasierklingen, gibt es das an der Stelle. Es gibt die Kaffeepads. Kaufst du eine preiswerte Kaffeemaschine, dann hast du halt diese Kaffeepads, die recht teuer sind oder was es da nicht alles gibt. Und das Verrückte an der Sache ist, du kaufst erstmal preiswert was ein, denkst du hast was preiswert gekauft, dann hast du diese Folgekosten und jetzt kommt was. Und zwar, wenn du dich erstmal an die Sache gewöhnt hast, also du hast dich an die elektronischen Zahnbürsten gewöhnt, du hast dich an die Kaffeepads gewöhnt, also alles, was so diese kleinen, aber sich anhäufenden Folgekosten generiert, dann hast du eine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit rauszukriegen ist erstmal, ich sag mal, sehr, sehr schwer. Und dann ist es so, dann wirst du dein ganzes Leben, also wahrscheinlich, dich mit Hilfe deiner Gewohnheit daran gewöhnt haben, immer diese Sachen auszugeben. Und somit ist dann zum Beispiel eine ganz simple Zahnbürste, die ist ja früher mal, Oma hat die immer und fertig, weißt du, und dann hat man die ab und zu mal gewechselt, dann hast du da wirklich eine Verbindlichkeit, die dich dein ganzes Leben begleitet und dann, ich sag mal, doch relativ viel Geld kostet. Und hier habe ich hier nochmal ein bisschen ganz einfach aufgezeichnet und ich glaube, das haben wir jetzt, das wissen auch schon die meisten, die hier zuschauen. Du hast Vermögenswerte, die erzeugen dir Geld und dann hast du Verbindlichkeiten, die verringern dein Geld. Und logischerweise musst du natürlich sehen, dass dein Geld größer wird. Und jetzt habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie du ganz einfach bewusst Vermögen aufbauen kannst durch Vermögenswerte. Und das sind ein paar Klassiker, aber ein paar neue Sachen dabei. Und zwar der erste Punkt sind wirklich Zinserträge. Also du kannst dein Geld, was auf dem Girokonto liegt, was dir eigentlich nur Kontoführungsgebühren kostet, kannst du auch zum Vermögenswert machen, indem du es einfach auf dem, ich sag mal, Partnerkonto überweist und dann, ich sag mal, Zinserträge bekommst. Partnerkonto ist zum Beispiel bei mir, ich bin bei der DKB und die haben jetzt seit kurzem wieder Tagesgeld und dann kannst du das einfach rüberschieben und dann arbeitet das. Ist zwar jetzt erstmal nur 1%, aber das macht er bei 10.000 Euro auch schon 100 Euro im Jahr und wenn das Ganze dann mal höher ist, kann man dann schon, ich sag mal, aktuell ist es ja bis zu 3% Zinsen, die du bekommst und das sind 300 Euro im Jahr und wenn du das jetzt mal so ein bisschen zusammennimmst, ich sag mal 10 Jahre sind das 3.000 Euro. Also nach 33 Jahren spätestens hast du quasi dein Kapital verdoppelt und es ist zu einem Vermögenswert geworden, weil es
Schaff dir Vermögen. Dann hast du den klassischen Vermögenswert oder die klassische Möglichkeit Dividende. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel dazu zu sagen. Also im Grunde genommen kannst du das ganze Geld auch anlegen und über die Dividende kriegst du sogar teilweise mehr als bei Zinsen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja auch nochmal aufgeführt P2P-Kredite. Also gerade so in Richtung, also ich bin immer so ein Fan von Bondora, Go & Co. Ich kann es ja auch unten mal verlinken. Da kriegst du auf jeden Fall 4%. Früher gab es sogar 6,75% und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft, ich sag mal, die Zinsen dort auch erhöhen. Aber auch da kannst du dein Geld hin schicken, um es arbeiten zu lassen. Also dann wird es auch wieder eine Art Vermögenswert und liegt nicht nur rum und kostet dir nur Kontoführungsgebühren. Und dann hast du die klassischen Dinge wie, was ich vorhin schon gesagt habe, wie Abstellflächen. Also selbst wenn du ein eigenes Grundstück hast und da ist nur so eine Art, ich sag mal, Mini-Bauplatz davor, den du nicht brauchst, vielleicht kannst du ihn ja vermieten oder ich sag mal, selbst wenn du ein größeres Grundstück hast, da habe ich auch öfter mal Anfragen bekommen, ja, mal ein Boot über den Winter einlagern oder einen Wohnwagen abstellen über eine gewisse Zeit. Und wenn du da nur ein paar Euro dafür kriegst, dann machst du aus dieser Abstellfläche, die dir eigentlich nur Zeit kostet, weil du sie immer mal abkehren musst oder so, machst du da einen Vermögenswert. Und genauso gilt es auch für Werbeflächen. Das ist jetzt nicht mehr so geläufig, aber der ein oder andere, das sehe ich ja auch noch auf unserem Dorf oder auf unseren Dörfern, da ist dann an der Hauswand noch so eine Art Werbefläche. Und ich glaube, wenn das an einer Privathauswand ist, gibt es da sogar noch ein paar Euro, ich sag mal, Entschädigung dafür, kann man auch machen. Und was ein Vermögenswert ist, und das unterschätzen viele, ist so das kreative Eigentum. Also den Quatsch, den ich hier mache mit YouTube, sage ich jetzt mal, die Videos, die ich mache, die Blogbeiträge, die ich schreibe, die Bücher, die ich bisher veröffentlicht habe, das ist alles kreatives Eigentum und im Grunde genommen ist das auch ein Vermögenswert, weil es verkauft sich dann. Klar, hast du vielleicht am Anfang eine Investition, einen Zeitinvest, aber ich betrachte zum Beispiel dieses kreative, ja, Eigentum, sage ich mal, auch als Vermögenswert. Und Auto vermieten, hat man ja vorhin schon genannt, Auto kannst du vermieten. Also im Grunde genommen sollte dein Ziel sein, Verbindlichkeiten zu vermeiden, also die so gut es geht nach unten zu drücken, ja, eigentlich so stark es geht zu reduzieren, weil das spart dann auf jeden Fall Geld und Vermögenswerte schaffen. Und ich habe hier mal eine ganz einfache Rechnung gemacht und da verlinke ich dir auch gerne mal den Homo Economicus, der hat nämlich einen ganz coolen Rechner jetzt aktuell, da kannst du die Zahlen richtig gut eingeben und stell dir mal vor, du machst das, was wir gerade besprochen haben, du vermeidest ein paar Verbindlichkeiten, also ein paar Kosten und schaffst ein paar Vermögenswerte, also irgendwas, was dir Geld bringt. Und wenn du allein dadurch 200 Euro im Monat, ich sag mal, frei machst, um das mit meinen Worten auszudrücken, und das Ganze in deinem ganzen Leben einfach anlegst, einfach nicht nachdenken, anlegen in einen klassischen ETF oder in einen größeren Fonds oder wie auch immer, und das Ganze dann, ich sag mal, über dein ganzes Leben, also 50 Jahre, vom 20. bis 70. Lebensjahr, dann machst du wirklich aus diesen 200 Euro über 1 Million Euro, das siehst du ja, über 1 Million Euro, und das Verrückte an der Stelle ist, du hast nur 120.000 Euro eingezahlt und am Ende kriegst du 886.000 Euro Zinsen. Sag ich mal, ich habe jetzt eine Rendite genommen von 7%, also bin ein bisschen unter den Standarddurchschnitt vom MSCI World, also oder vom Rendite, DAX-Rendite-Dreieck geblieben. Aber im Grunde genommen hast du dann 1 Million. Klar ist die Million dann später nicht mehr so viel wert. Die hat eine Kaufkraft von 373.000 Euro, also kannst du mal ganz grob sagen von 400.000 Euro. Aber das bedeutet im Endeffekt, du zahlst 120.000 Euro ein und hast dann trotzdem noch eine Kaufkraft von an die knapp 400.000 Euro. Das lohnt sich. Also es lohnt sich, ich sag mal, Verbindlichkeiten nach unten zu drücken und Vermögenswerte zu schaffen. Und jetzt kommt etwas, das habe ich mir ausgedacht und das ist ganz verrückt und ich glaube, dieses Wort hat noch keiner gehört und zwar ist das Wort Vermöglichkeit. Nicht so sagen, Krischer, was hast du da gemacht? Hast du wieder einen Schnaps getrunken? Hast du wieder Verbindlichkeiten und Vermögenswerte vermixt und Vermöglichkeiten draus gemacht? Ja, so ein bisschen habe ich das gemacht. Und zwar, Vermöglichkeiten sind aus meiner Sicht Dinge, die mit Hilfe einer Investition deine laufenden Kosten jetzt nicht vermeiden, aber reduzieren. Und jetzt wirst du sagen, das klingt aber verrückt. Das ist es aber nicht. Und zwar, ich habe dann immer dieses typische Beispiel, dieses Energiesparlampenbeispiel. Vielleicht kannst du dich erinnern, vor ein paar Jahren hatten alle so Standardlampen, so 40, 60, 100, 5000 Watt eingeschraubt. Und damals war es nämlich bei mir so, da hatte ich ungefähr 200 Euro übrig. Da habe ich gesagt, was machst du mit den 200 Euro? Und da habe ich irgendwann mal gesagt, Kuschan, du kaufst einfach mal energiesparende Lampen. Gut, habe ich gemacht, habe ich dann gekauft und habe dann ganz einfach das so gut es ging ja alles ausgewechselt und habe dann einfach mal so grob mitgeträgt, was mir das Ganze bringt. Und was hat mir das Ganze gebracht? Ich habe im Jahr nach der Umrüstung, also es ist immer schwer zu definieren, aber so auf jeden Fall 20, ich glaube sogar bis zu 40 Euro gespart. Und somit hatte ich nämlich folgenden Effekt, und zwar ich habe 200 Euro ausgegeben und habe aber eine Ersparnis von
Ja, mal 40 Euro. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenrechne, dann habe ich im Grunde genommen auf die 200 € die ich ausgegeben habe, eine Rendite von 20%. Und das ist ja mal geil. Am Ende ist es so, ich zahle Stromkosten, aber ich habe sie am Ende mit dieser Vermöglichkeit, so nenne ich das jetzt mal, doch stark reduziert. Und das ist eine geile Sache. Und da habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Und zwar, stell dir vor, du kriegst eine Sonderzahlung von ungefähr 1.000 € auf Arbeit und freust dich darüber. Dann kannst du die natürlich ausgeben für irgendwelchen Quatsch. Oder du sagst, du kaufst dir eine kleine Solaranlage oder Balkonkraftwerk und betreibst das dann. Und selbst wenn du dann immer wieder ein bisschen was sparst, sag ich mal, du sparst ja dann Strom. Angenommen, du sparst dann 50 bis 100 € im Jahr. Und ich denke mal, das ist voll realistisch, dann hast du quasi deine Stromkosten nicht komplett eliminiert, aber du hast daraus eine Vermöglichkeit gemacht. Im Grunde genommen, du hast 1.000 € ausgegeben und nach einer gewissen Zeit rechnet sich das Ganze. Und in der Grafik dargestellt ist es ganz einfach so: Verbindlichkeit vermeiden, Vermögenswert schaffen und Vermöglichkeiten ja auch schaffen oder durch Vermöglichkeiten optimieren. Und jetzt bringe ich dir mal noch ein ganz verrücktes Beispiel mit. Und zwar, ich kaufe mir demnächst ein kleines Tiny House. Ich kann ja mal hier oben das Ganze verlinken. Und das Tiny House will ich jetzt erstmal nur selbst nutzen. Also, das ist im Grunde genommen eine Verbindlichkeit. Ja, das Tiny House kostet ungefähr 65.000 €. Also, ich habe 25.000 € kostet das Haus, dann Kaufkosten, dann will ich es renovieren. Also, ich rechne so mit 65.000 €. Und jetzt kommt aber eine Sache. Ich werde durch das Tiny House werde ich eine ganze Menge Kosten sparen. Also im Grunde genommen massig Energiekosten, massig Versicherung, Grundsteuer werde ich weniger bezahlen. Also meine erste Hochrechnung zeigt darauf hin, dass ich, wenn es richtig gut läuft, im Jahr 4.800 € und 19 Cent spare. Und das ist natürlich erstmal eine coole Sache, weil das bedeutet im Grunde genommen, ich investiere 65.000 € und habe als Ergebnis deutlich weniger Kosten. Und das macht dann bei mir im Grunde genommen, wenn ich da so eine Rendite ausrechne, eine Rendite von 7,4%. Klar, zahle ich am Ende immer noch Kosten für das Haus. Also es bleibt immer noch Versicherung übrig und Strom und was da alles dazugehört. Aber das ist deutlich weniger und das investierte Geld arbeitet quasi zu 7,4% Zinsen. Und jetzt kommt ein Merksatz, den ich dir noch mitgeben möchte, und zwar: Der Kauf eines Eigenheims ist eine Verbindlichkeit. Kaufst du aber ein kleineres, preiswerteres Eigenheim etwas später, dann hast du eine Vermöglichkeit geschaffen. Also du hast eine Möglichkeit geschaffen, weniger Verbindlichkeiten zu haben, aber ein höheres Vermögen am Ende aufzubauen. Und im Grunde genommen, das, was du dann sparst, kannst du ja investieren und kann auch für dich arbeiten. Ja, und jetzt, während ich das Ganze so erzähle, muss ich aber ehrlich sagen, das Wort Vermöglichkeit kannst du, glaube ich, auch durch Investitionen ersetzen. Fällt mir gerade auf. Aber ich denke mal, du weißt, was gemeint ist. Ja, und ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen und lese dir mal den wichtigen Satz vor. Und zwar: Wenn du es schaffst, durch Geldinvestitionen deine laufenden Kosten zu verringern, dann hast du eine Möglichkeit geschaffen, Geld zu sparen, welches du investieren kannst. Und das ist dann aus meiner Sicht, aus meinem, ich sag mal, Wortschatz, eine Vermöglichkeit. Und das ist eine wichtige Sache. Ja, und das war es ganz kurz zum Thema Verbindlichkeiten und Vermögenswerte, inklusive Vermöglichkeiten und Investitionen. Und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, oder das sind die wichtigsten Punkte, die du kennen musst, ich sag mal, auf dem Weg in deine finanzielle Sicherheit, in deine finanzielle Freiheit. Also die Unterschiede. Und es sollte so immer so ein bisschen der Fokus sein: Wo kann ich Vermögenswerte schaffen, die, ich sag mal, für mich Vermögen generieren, wenn ich vielleicht mal nicht arbeite, und wo kann ich meine Verbindlichkeiten reduzieren? Klar, das Thema Haus, da kann man sich immer ein bisschen drüber streiten. Du kannst ja mal gerne einen Kommentar schreiben, ob ich vielleicht auch mal eine Rechnung dazu machen soll, also zum Haus, was Haus versus Sparen und was dann am Ende, ich sag mal, für jeden besser rauskommt. Das ist nämlich auch sehr interessant. Und dann würde ich sagen, dann haben wir heute, ja, unsere Kartoffel nicht so dumm behandelt, sondern haben sie zum Vermögenswert gemacht. Und ich werde die jetzt tatsächlich nehmen und in die Erde stecken. Und falls ich dann noch eine Weile hier auf dem Grundstück bin, vielleicht noch bis zum Herbst, dann habe ich hier ein paar Kartoffeln mehr und ja, habe wahnsinnige Rendite. Weil wenn du eine Kartoffel in den Boden steckst, kommen bestimmt 20 raus. Und ja, das ist eine Rendite von mehreren hundert, sagen wir mal über 1.000%. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, wenn man es dann verkaufen kann. Gut, genug gelabert, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ja, und heute zum Schluss muss ich dir verraten, dass ich fremdgegangen bin. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse, aber ich verrate der Fairness halber, mit wem ich fremdgegangen bin. Und zwar war ich einmal beim 9to5-Podcast schon diese Woche eingeladen und habe da eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich kann dir ja mal den YouTube-Kanal und den Podcast unten verlinken. Da müsste eigentlich in den nächsten Stunden oder ein, zwei Tagen ja dieses Interview, was sehr spannend und auch mal ein bisschen anders war, online sein.
sein. Und nächste Woche bin ich bei einer Schatzmeisterin zu Gast, wenn alles glatt läuft. Ich verlinke das auch mal unten. Eine sehr angenehme Finanzkollegin, sage ich mal. Und ja, da bin ich dann auch zu hören. Also hör ruhig mal rein und guck mal, wie ich mich auf den fremden Plattformen schlage. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Sache. Und zwar, letzte Woche hatte ich ja das User-Treffen angesprochen, also wo wir uns alle mal treffen können. Ich verlinke dir nochmal direkt gleich am Anfang, ich sage mal, der Beschreibung, den Link zur Meldung, weil da die Fragen kamen, Mensch, Kuschan, wo kann ich mich denn anmelden? Da kann man sich erstmal unverbindlich anmelden. Und wenn du sagst, Mensch, du möchtest mit im Bitterfeld dabei sein, ich glaube, der 17.06. war es, eine Tageswandertour mit ein bisschen Schmackofatz am Ende und über Finanzen, Minimalismus, Frugalismus reden, dann kannst du dich da unten gerne, ich sag mal, eintragen und dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist. Oh, jetzt ist auch noch meine Kartoffel runtergefallen. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass ich Schluss machen muss. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.